Lass dich nicht von der Größe täuschen. Diesen Satz kann man nicht nur beim dritten Date sagen, sondern auch bei Arendal, wenn es zum Beispiel um die Tower der 1961er-Serie geht. Deutlich kleiner und kompakter als manch andere Standlautsprecher, soll hier aber klanglich eine enorme Performance schlummern. Ich habe mir die Tower und auch die Bookshelf-Variante mal näher angehört und das könnt ihr gleich auch tun. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Marc und ich habe heute zum ersten Mal die Marke Arendal bei mir zu Gast. Arendal ist ein norwegischer Hersteller mit Direktvertrieb über die eigene Website und erfreut sich auch bei uns in Deutschland zunehmender Beliebtheit. Die 1961er-Serie ist Arendals Einstieg und besteht aus verschiedenen Varianten. Bookshelf, Monitor und die Tower. Für das Heimkino-Setup kommen noch Center, Surround, Atmos und Subwoofer dazu. Aber darum soll es heute nicht gehen. Wir bleiben rein im Stereobetrieb. Es handelt sich hierbei um passive Lautsprecher, die also an einen passenden Receiver oder Verstärker angeschlossen werden müssen, sonst bleibt es beim teuren Deko-Element. Von der Verarbeitung haut Arendal hier ordentlich was an Qualität raus. Die Gehäuse bestehen sowohl bei den Towern als auch bei den Bookshelfs aus HDF, also hochdichten Faserplatten, anstatt wie es sonst meist üblich ist, mitteldichten Faserplatten, abgekürzt MDF. Statt der deutlich günstigeren Folierung setzt man hier auf eine Komplettlackierung mit matter Oberfläche, die in Schwarz oder Weiß erhältlich ist. Das gibt den Lautsprechern auf jeden Fall ein sehr hochwertiges Finish. Auch kleine Details wie die eingelassenen Treiber, die bündig mit dem Gehäuse abschließen und ohne sichtbare Verschraubung montiert sind, runden diesen Eindruck ab. Magnetisch gehaltene Lautsprechergitter liegen im Lieferumfang dabei und lassen die Treiber auf Wunsch dahinter verschwinden. Ich finde diese offene und absolut cleane Optik aber besonders schick und daher bleiben die mal gepflegt ab. Hochwertig geht es dann auch auf der Rückseite weiter mit den Anschlussterminals. Kunststoff sucht man hier vergebens. Sowohl die Trägerplatte als auch die Schraubverbindung sind aus Aluminium. Kabel können sowohl geschraubt als auch gesteckt werden. Die Tower sind ausgestattet mit einem 28mm Hochtöner, der inmitten eines großen Waveguides sitzt und sich als Markenzeichen bei allen Arendal Lautsprechern im Design wiederfindet. Weiterhin sind hier vier 5,5 Zoll große Woofer verbaut, die sich über und unter dem Hochtöner platzieren. Arendal bietet bei den Standlautsprechern die Möglichkeit, sie je nach Aufstellung geschlossen oder auch belüftet zu betreiben. Im Auslieferungszustand sind die unteren Ports mit einem Schaumstoff verschlossen, der aber schnell und einfach entfernt werden kann. Das verändert damit dann auch den Frequenzgang von 49 Hz bis 20 kHz als geschlossener Aufbau zu 39 Hz bis 20 kHz als belüfteter Aufbau. Den ganzen Verlauf könnt ihr auch hier schön anhand dieser Grafik sehen, die von der Arendal-Website stammt. Die 1961 Tower wirken im Raum sehr schlank und neigen sich von der Bauform etwas nach hinten. Jeder Tower wiegt rund 18 Kilo und das unterstreicht nochmal diese massive Bauform. Sie können wahlweise auf Spikes gestellt werden, Arendal legt aber auch Gummifüße bei. Auch die Bookshelves sind von der Größe äußerst kompakt und ich glaube, es sind damit sogar die kleinsten Regallautsprecher, die wir uns hier bisher angeschaut haben. Sie sind gerade mal 15 cm tief und noch nicht mal doppelt so hoch. Sie überraschen trotz der kleinen Maße mit einem Gewicht von 5 Kilo pro Seite. Es handelt sich auch hier um passive Lautsprecher im geschlossenen Aufbau. Ausgestattet sind sie mit dem gleichen Treiber-Setup wie die Tower, nur dass hier eben lediglich ein 5,5 Zoll Woofer arbeitet. Auch hier herrscht die gleiche hochwertige Qualität mit unsichtbarer Verschraubung und diesem herrlich cleanen Look. Wie gehabt kann man den aber auch hinter einem Lautsprechergitter verstecken. Der Frequenzgang beträgt 75 Hz bis 20 kHz. Ich blende euch hier wieder eine Messung von der Arendal Website ein. Übersetzt heißt das, es fehlt den Bookshelves etwas der Tiefbassbereich, wobei sich der Klang aber live auch deutlich tiefer anhört, als die reinen Daten es erst vermuten lassen. Auf der Rückseite bieten sie mit einer VESA 100 Aufnahme oder so einer Lochhalterung die Möglichkeit der Wandmontage. Damit sie dann auch schön flach an der Wand liegen, ist unten eine Aussparung für Kabel eingearbeitet. Ansonsten auch hier die hochwertigen Anschlüsse zum Schrauben oder Einstecken. Wir hören uns jetzt sowohl die Tower als auch die Bookshelves im Soundcheck an. Angefeuert wird das Ganze dabei von einem Marantz PM7000N. Der ist zwar nicht ganz optimal von der Leistung, da die Arendals durchaus etwas Power benötigen, aber er klingt mit denen einfach richtig gut zusammen. Der Soundcheck ist binaural 3D aufgenommen, für das volle Potenzial also bitte Kopfhörer nutzen. I'm ready to die with you, baby. Thank you.
I'm ready to die with you, baby. Arendal präsentiert hier einen unglaublich guten Klang meiner Meinung nach. Sehr klar, mit großartiger Detailwiedergabe. Angenehm weich rübergebracht und zu keiner Zeit harsch oder aufdringlich. Bereits die Bookshelves erzeugen eine Bühne, die ich so in dem Preisbereich noch nicht gehört habe. Eine grandiose Abbildung, sowohl in der Breite, aber besonders auch in der Höhendarstellung. Einzelne Instrumente werden sehr schön hörbar separiert, gepaart mit einer sehr exakten Stimmenwiedergabe. Arendal bringt Musikaufnahmen allgemein sehr detailgetreu und realistisch rüber. Man kann kleinste Feinheiten heraushören und ihren Plätzen zuordnen. Wirklich beeindruckend. Die Tower bringen dazu noch ein sehr schönes und druckvolles Bassfundament, das sehr präzise abgegeben wird. Bei den Bookshelves war ich überrascht, wie viel im Bassbereich dann doch gekommen ist. Das klingt richtig gut und wer noch mehr will, stellt ihn einen Subwoofer an die Seite. Ansonsten kommen sie überraschend nah an die KEV LS50 ran und das hätte ich auf jeden Fall nicht erwartet. Ja, wow, ich habe zwar schon Positives gehört von Arendal, aber wenn man dann live seine eigenen Erfahrungen macht, ist das immer noch mal eine ganz andere Sache. Für mich sind sie damit ein echter Geheimtipp. Arendal hat zum Jahresende die Preise erhöht, das aber auch im Vorfeld klar kommuniziert. Die Bookshelves liegen damit bei 849 Euro Paarpreis und die Tower bei 1899 Euro. Das ist eine Menge Geld, aber angesichts der klanglichen Performance auch trotz der Preiserhöhung noch immer eine volle Empfehlung. Arendal bietet zudem 10 Jahre Garantie auf ihre Lautsprecher und damit man genug Zeit für seine Entscheidung hat, kann man zu Hause 60 Tage lang Probe hören. Links packe ich euch in die Videobeschreibung. Dort findet ihr alle Infos rund um Arendal, die hier gezeigten Lautsprecher und noch vieles mehr. Checkt das also gerne mal ab. Jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Konnten euch die Arendal Lautsprecher abholen oder habt ihr vielleicht selbst schon welche? Schreibt es mir mal in die Kommis. In diesem Sinne, ich empfehle mich. Adios!